Herzlich willkommen und Gottes Segen beim Hören einer neuen Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. Der Scripture Song dieser Folge hat drei Bibeltexte als Grundlage. Es sind drei Texte aus dem Römerbrief. Der Römerbrief ist der erste Brief im Neuen Testament nach den Evangelien und nach der Apostelgeschichte. Ich lese die Einführung aus der neuen evangelistischen Übersetzung Bibel heute. Im Winter 56-57 nach Christus besuchte der Apostel Paulus das dritte Mal die Gemeinde in Korinth. Er wohnte bei Gaius, in dessen Haus auch die Gemeinde zusammenkam, und blieb etwa 3 Monate in der Stadt. Weil er seine Missionsarbeit in den Städten der ägäischen Küste nun als abgeschlossen ansah, hielt er nach einem neuen Arbeitsfeld Ausschau. Das sah er in Spanien und hoffte für die Arbeit dort auf die Unterstützung der Gemeinde in Rom. Weil er vorher noch nie in dieser Gemeinde gewesen war, wollte er sich und seine Lehre ausführlich vorstellen. Das tat er in diesem Brief an die Christen in Rom, den er von Phoebe, einer Diakonin der Gemeinde Kenchreae, überbringen ließ. Er selbst wollte allerdings zunächst die Geldsammlung der Gemeinden Mazedoniens und Achaias nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Spanien wollte er dann in Rom vorbeikommen. Als Paulus den Brief schrieb, bestand die Gemeinde in Rom offenbar schon länger als 2 Jahrzehnte, so lange wie er bekehrt war. Sie war ganz unabhängig von ihm gewachsen und hatte sich in verschiedenen Hauskreisen organisiert. Das Hauptthema des Römerbriefs könnte man so formulieren: Die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Paulus entfaltet diesen Gedanken in 4 Hauptpunkten. Die Gerechtigkeit, die vor dem Zorn Gottes rettet, Kapitel 1 bis 5. Die Gerechtigkeit, die das Leben des Christen regiert, Kapitel 5 bis 8. Die Gerechtigkeit, die für das Volk Israel gilt, Kapitel 9 bis 11. Und die Gerechtigkeit, die im Alltag des Christen sichtbar wird, Kapitel 12 bis 15. Soweit eine kurze Einführung in den Römerbrief. Nun zu den Texten. Der erste Text ist Römer Kapitel 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Der zweite Text ist Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Der dritte Teil ist Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die Frage ist jetzt, warum gerade diese drei Texte zu einem Lied verbunden werden. Die Idee kommt aus einem Teil des Fast-Jüngerschaftsmaterials, der Nummer 6, der Grundausbildung. Dort geht es um das Thema persönliche Evangelisation. Der Scripture Song ist also einer der ersten, die entstanden sind, denn dieses Fast-Jüngerschaftsmaterial hat diesen Gedanken angestoßen, Scripture-Songs zu machen. Ein Element, das zentrale Element, ist das persönliche Zeugnis, nämlich zentrales Element der persönlichen Evangelisation. Ein kurzer Bericht über die Umstände des persönlichen Glaubenslebens, das ist ein Glaubenszeugnis. Dieses Glaubenszeugnis umfasst gewöhnlicherweise 3 Teile. Der erste Teil: Wie war dein Leben vor deiner Bekehrung? Der zweite Teil: Wie bist du gläubig geworden? Und der dritte Teil: Wie lebst du jetzt mit Jesus? Wie lebst du jetzt deinen Glauben? Diese 3 Teile werden durch die 3 Bibeltexte dargestellt. Noch einmal Römer 3,23, der erste Text. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Das zeigt also, wie wir ohne Gott, wie wir ohne Glauben gelebt haben. Der zweite Text, Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gottes Liebe und Jesu Opfer
waren die Schlüssel meiner Bekehrung. Ich beschreibe hier mein Erleben damit. Und der dritte Teil ist Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Der dritte Teil des Zeugnisses ist eben mein Leben jetzt als Kind Gottes, das durch den Heiligen Geist geleitet wird. Als Wiederholung noch einmal. Der erste Teil des Zeugnisses handelt von meinem Leben ohne Christus. Der zweite Teil des Zeugnisses, und das sollte der Hauptteil sein, zeigt, wie ich Christus gefunden habe. Und der dritte Teil des Zeugnisses zeigt, wie jetzt mein Leben durch Christus verändert worden ist. Ich lese noch einen Abschnitt aus dem erwähnten Jüngerschaftsmaterial, die Seite 10. Wenn du treu betest und gewissenhaft nach Gelegenheiten Ausschau hältst, Zeugnis zu geben, dann werden diese Gelegenheiten kommen. Der Schlüssel dafür ist, gut vorbereitet zu sein. Das bedeutet, dass du dir Zeit nimmst, dein Zeugnis durchzudenken und danach aufzuschreiben, im Voraus. Wie hat der Herr dich geleitet, Christ zu werden? Wenn du in einem christlichen Heim aufgewachsen bist, welche Erfahrung hat dir am meisten geholfen, deine Entscheidung, Jesus nachzufolgen, festzumachen? Ein effektives Zeugnis sollte kurz sein, nicht länger als 2 bis 3 Minuten und frei von einschlägigem religiösen Vokabular. Es sollte aber den Erlösungsplan verständlich darlegen. Vergleiche dein Leben, bevor du Christ wurdest, mit dem danach. Leg den Schwerpunkt aber darauf, wie du Christ geworden bist. Mach es so deutlich, dass ein Ungläubiger durch deine Geschichte herausfinden kann, wie man Christ wird. Wenn möglich, baue einen angebrachten Bibeltext ein und lerne ihn auswendig. Wenn du dein Zeugnis aufgeschrieben hast, übe das Weitergeben mit einem christlichen Freund. Später kannst du dann Zeugnisse darüber hinzufügen, wie Gott dir in verschiedenen Situationen wie Einsamkeit, Angst oder Sinnlosigkeit geholfen hat. Es gibt nichts, das kraftvoller und unwiderlegbarer ist als ein persönliches Zeugnis aus erster Hand. Das klingt beim ersten Betrachten ziemlich technisch, sieht etwas nach Methode aus, aber es ist der Ausdruck innerer Vorgänge, die andere Menschen staunen lassen. Dazu gibt es auch Beispiele in der Bibel. So viel in dieser Folge zum Thema persönliches Glaubenszeugnis, persönliche Evangelisation. Nun zum Lied und auf Wiederhören bei der nächsten Folge von Max 15. Wenn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, Römer 3, 23. Wenn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, wie sie vor Gott haben sollten, Römer 3, 23. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, Römer 5, Vers 8. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes, Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes, Römer 8, Vers 14. Gesündigt
Predigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Römer 3,23. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 5,8. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Römer 8,14.